Leute, endlich geht's weiter mit Pokémon Schwert. Und ja, ich habe es dann endlich auskriegen gefunden. Mein letztes Teammitglied heißt Totonator, ein Drachenfeuer-Pokémon. Ihr findet das, wie gesagt, da, wo ich in der letzten Folge gesucht habe, mit einer 2%igen Wahrscheinlichkeit bei Sonne. Sonst gar nicht. Ich habe es leider jetzt auch weiblich jetzt ja noch nicht gefangen, aber bisher jetzt gar nicht. Das ist Level 51. Ihr könnt es fangen zwischen Level 52 und 55. Heute geht's weiter auf jeden Fall mit dem Weg Richtung dem letzten Orden mittlerweile schon. Weil Orden 7 und 8 kommen gleich hintereinander. So. Und heute auch mal was Neues. Ich erinnere mich heute zum ersten Mal in meiner eigenen Wohnung auf. Nur heute mal bei meiner Freundin, aber jetzt mal in der eigenen Wohnung. So, auf jeden Fall geht's weiter. Wir sollen Route 9 Tunnel durchqueren, um nach Cloud City zurückzukommen. Das haben wir jetzt gerade getan. Und jetzt kommt der Gutab ins Spiel. Hey! Hast du das schon mitbekommen? Was? Was für ein Lärm oder was? Ja, genau. Erstmal dieser laute Rums. Und dann ist dieses rote Licht erschienen. Und dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, dynamisiert. Oder Dynamax. Oh, Mautzinger. Hier, schau dir die Schlagzeilen an. Das Tierding ist einfach der coolste. Mein Bruder und sein Glurak haben dich lange gefuckt, dass Dynamax zu Pokémon auf sich aus dem Verkehr gezogen. Das war wieder ein Bewusstsein. Ich dachte, mein Bruder als. Wow. Ich muss mit dem reden, weil ich weiß, sollte er beim Stand von Cloud City sein. Auf geht's. Ja, genau, den Weg machen wir uns jetzt auch. Und wir kennen diese Route ja schon und diesen Teil dieser Route ja schon. Weil. Groß. Ja, ich mache außer diesen. Hanje besiegen, das dürfte irgendwie so ein. Ich will das sonst nicht. Ich ja. Der Stärke steht ja schon nicht so gut geschnitten. Das ist ja gut. Ich will ja nicht von einem Kampf davon überzeugen. Mein Gentleman, wird in der Kampf mit einem Duo-Class. Also ich beginne mit dem Terrion. Das war jetzt eigentlich so, nicht so die kluge Idee. Aber den Terrion werden wir auf jeden Fall mit in die nächste Arena nehmen. So, es gibt auch einen Aquadurchstoß. Weiter. Wo ist denn dieses Duo-Class hier? Duo-Class. Präzisionsschuss. Das reicht. Warte mal. Das Pokémon wollte ich euch eigentlich mal gezeigt haben. Das war tatsächlich das Pokémon, das die Weiterentwicklung von Fatalité, was ich euch mit der Kanne gezeigt haben soll. Das kommt jetzt natürlich das erste Mal ins Spiel. Und so sieht das aus bei der Erfolge. Wo wir den Wettbewerb noch mehr gegangen sind. Ich weiß nicht, ich glaube 22 oder 11 oder 12. Ja, wie du mal sagst, es ist ein geiles Pokémon jedenfalls. Und kriegt auch mal den Spukball ab. Das tut richtig weh, bis auf 22 KP. Das runter. Also der zweite Spukball sollte es. Jawohl, sollte es nicht. Doch, reicht. Genau, die gesenkte Spezialverteidigung. So, Level 51 von Pumpenopeko und wenn sich wundern, warum schon mittlerweile Level 56 ist. Ich habe ja noch einige Entwicklungs-Items gehabt. So, das ist Quartamark. Keine Ahnung. Ich probiere es mal mit Totonator. Denke, sie sollte. So, Quartamark hat auch. Quartamark. Totonator hat natürlich eine coole Attacke. Und zwar diese hier. Panzerfalle, die legen wir erstmal. Das geht natürlich nicht. Was nochmal?
wurde nicht ausgelöst, nämlich wenn es. Ja. Wenn es jetzt physisch angegriffen wird, sollte es. Ah, tut er nicht. Er bleibt bei. Oh. Ich will euch diese Attacke einfach mal zeigen, gerne. Also, viel gesagt, Totemato aus war Feuer und Drache. Komm, versuch's nochmal. Gibt's nicht. Was mag das? Steigt also das Angriffs- und Verteidigungswert. Ich versuche es noch ein drittes Mal. Einfach das Mal sogar. Jetzt Risikotackle. Jetzt löst die Attacke aus. Das meine ich. Wenn die Attacke physisch, physisch getroffen wird, löst die Panzerfalle aus. Und so einfach funktioniert das. So, Tornado möchte Explosionen lernen. Ich bin aber kein Fan von diesen selbstzerstörerischen Attacken. Deswegen wird es erstmal das nicht lernen. Soll auch nochmal ein, zwei Drachenattacken lernen. Wobei da nicht irgendwo noch ein Typ, der Draco mit die Ohr lernen kann. Nur mal so nebenbei. So, der Trainer, den haben wir ja nicht besiegt. Aber nicht besiegt. Aber irgendwo war da noch ein Typ, ist so ein Typ, der Draco mit die Ohr lernen darf. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir heute tatsächlich die Arena noch machen. Genau, ich werde den Typen auf jeden Fall mal aufsuchen. So, solltet ihr tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es gibt, glaube ich, momentan ein Geschenk, auf jeden Fall. Solltet ihr euren Account mit dem Nintendo... Nintendo-Account verbunden haben, mit dem ihr aktuell zockt, könnt ihr mit dem Code Trainer mit 1 statt I ein cooles Pokémon bekommen mit einer bestimmten Fähigkeit. Ich weiß gerade nur, ob es Caradonis ist, glaube ich. Ich weiß es aber nicht auswendig. Jedenfalls könnt ihr das machen. Dieser Trainer-Cup einfach was Geheimgeschenk. Auswählen und auf Internet empfangen. Per Seriencode empfangen, so sie sieht. So, hier oben habe ich nochmal nachgeguckt. Hatte folgenden Grund. Weil ihr hier normalerweise, wenn ihr den Brief abholt, noch, es gibt einen Brief, den wir ja abgeliefert haben in Fairbelly, gibt es hier noch einen Düsteraumer. So, dann haben wir mal kurz noch eine kleine Versammlung, und zwar Hobsonia und Dilien. Hallo, Kev. Gute Arbeit von dir und deinen Glurak-Dilien. Ich hab dieses Teil, das Pokémon, die haben Hand drin auf die Bretter geschickt. Ja, ja, die sind immer unschlagbar. Aber es gibt Wichtiges und Befürchtnis an mir. Kannst du mir sagen, was dir vor sich geht? Hm, gute Frage. Es war ja dieses rote Licht. Da hatte sich plötzlich ein Pokémon dann unterwegs, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Wie kann das sein? Ja, das wüsste ich ja selbst gern. Wir müssten ja wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt. Diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Wurst herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was das alles mit dem Dandrex-Phänomen zu tun hat. Und ist dabei etwas hilfreich rausgekommen? Das musst du ihn fragen. Oder was sagt seine Assistentin? Für den Liga-Präsidenten dreht sich doch alles um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich darum bitten, zu der Sache weitere Nachforschung anzustellen, Sanja. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit der Fenster Nacht aus. Ja, Moment, willst du mal sagen, dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die Fenster Nacht? Hm. Ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Klar können wir das. Danke, ich weiß euren Eifer zu schätzen. Aber ich möchte, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass die Haugala auch in Zukunft Frieden herrscht. Okay, klar, Bruder, jetzt. Ich vertraue dir. Du beschließt dich dir, der Unschlagbare. Es gibt etwas, was ich genau untersuchen möchte. Bist du mir dabei? Aber sicher doch, Samia. So, ich möchte gerne noch was nachgucken. Weil ich möchte gerne wissen, wo ist der Typ mit dem Draco Meteor. Wenn ich Glück habe, kann es mein Totonator lernen. So, Draco.
nee. Okay, oh, Pokémon. Ja, ist ja egal, ob Schild oder Schwert ist. Weil, ja, da ist mal, steht erstmal die Arena-Challenge. Ich rechne fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Okay, ich weiß, wo er steht. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das jetzt erstmal nett zu besiegen. Aber du machst dich jetzt schon mal auf zum Klaus-Dragon, oder? Woher solltest du keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen? Ne, werden wir auf jeden Fall nicht machen. Aber bevor ich jetzt Roy herausfordere, möchte ich gerne noch mal kurz einen Abschluss noch zur Chester machen. Ich sagte ja gerade, ich möchte mir zumindest mal die Attacke Draco mit die Ohr holen. Und das versuche ich jetzt zu machen. Ich hoffe, dass mein Totonato es lernen kann. Und zwar ist der Typ Spikeford, Kielten, das ist nicht richtig. Jetzt ist das hier um. Genau. Und ich möchte gerne nur mal kurz herunter. Und zwar steht der Typ, mit der euch die Attacke beibringt. Ist hier links der Herr mit der roten Weste und dem Dracomito, was die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie an deine Pokémon beibringen? Gut, dann werde bitte aus, dass ich den Pokémon die Attacke beibringen soll. Ja, Totonato ganz lernen. Sehr geil. Welche Attacke soll vergessen werden? Hausbruch. Dracomito ist ohne Zweifel die stärkste Attacke weit und breit. Wird von einem Pokémon eingesetzt, zieht im Gegenzug ihrer zum Spezialangriff. Sehr stark. Ja, ist aber egal. Also, ich habe jetzt erstmal eine. Oh, ein Item. Oh, eine Limonadendose. Wer hier immer seinen Müll von sich trifft. So, den habe ich auf jeden Fall mal geholt. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Und jetzt können wir uns nach. Macht den gewundert. Zurück nach. Das ist die begeben. Wow, ich hier gerne. Möchte. Ja, wohl. Ich möchte jetzt hier tatsächlich weitermachen. Warte mal. So. Wobei ich noch eins vergessen habe. Machen wir das jetzt noch? Was ich jetzt eigentlich schon eine ganze Weile gerne machen können. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig in der richtigen Stadt bin. Ja. So, und zwar befindet sich hier hinten ein Café. Ne, das ist der Friseur. Und zwar hier. Ein Typ hinter der Bar mit einem Mokomel an der Seite. Und zwar möchte dieser Herr hier kämpfen. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal Butter kämpfen. Hörst du? Das gibt es in Lohnung etwas. Das kostet das Haus. Ja, das ist auch hier. Dann mal nichts wieder. Ja, wieder können wir eigentlich ein bisschen was früher ausholen, ist aber ja auch dann noch eine Weile zu trainieren. Hat auch folgenden Grund. Jedenfalls setzt er mit Zabayon und Pokus dann zwei Feen-Pokémon ein. Und zwar das folgende Grund. Diese Pokémon von ihnen, das ist ein Doppelkampf, sind mittlerweile auf Level 37. Ich bin ja wirklich ein bisschen was höher. Ich habe das selber ein bisschen verschwitzt, das muss ich gerade mal auch sagen. Ihr könnt es eigentlich nicht beim ersten noch nicht, aber ich denke beim zweiten Versuch solltet ihr das ohne Probleme. Also beim zweiten Besuch solltet ihr das auch schaffen. Gibt auch cooles Item dafür, dass euch auch gleich gleich und ich zeige auch, erkläre euch auch welchen Nutzen das hat. So, diesen Fokus dann auf jeden Fall. Ich kriege ja von euch mit. Gut, klar, dass jetzt auch Zauberschein gehen. Ich denke, das wird noch Pickel ordentlich zu spielen bekommen. Und der zweite ist ebenfalls ergibt mit einer Liebe, wahrscheinlich auf meinen Starter. Natürlich. Und zwar gehe ich jetzt weiter mit Focus Sun. Ja, da wollen wir da auf. Gut, dann ist es auch erledigt. Ich habe wieder gekannt, gleich weg. Speziell dieses Item, was ihr bekommt. Jedenfalls ist dieses Focus Sun schon mal raus. Und Zabayon wird sich jetzt ebenfalls verschieben. So,
So, Level 53 für Inteleon. Da war es überrascht. Vermilden aber zu euch frischen Geschmack des Kampfes. Der Kampf war so erfrischend wie ein Glas Kuhmilch. Und hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Ein Zuckerherz. Genau, und dieses Zuckerherz hat eine folgende Aufgabe. Und zwar in einer Verbindung mit einer bestimmten Bewegung, die ich jetzt aber nicht kann. Und ich kriege es jetzt hin. Ja. So eine ähnliche Tanzbewegung macht er mit dem linken Stick auf jeden Fall, wenn er mal wieder in so einem Kreis rennt. Dann gibt das Zuckerherz einem Hukumir, entwickelt sich das zu einem Pokémon-Sun, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, mit einem anderen Aussehen. Ich glaube, das, was gerade da war, hat eine Zuckererdbeere drauf gehabt. Da gibt es ein Zuckerherz. Ich weiß nicht, was für Items. Also auf jeden Fall, diese Items kriegt ihr dort nach und nach. Und da könnt ihr euer Hukumil weiterentwickeln. Ich glaube, ich habe keins. Das hat dann irgendwie verschiedene Farben und was auch immer. Du ist ja so quasi so ein Sahnehaufen halt, ne? Gut. Als nächstes möchte ich gerne mit euch Voy herausfordern, aber da wir schon ein bisschen Zeit verplempert haben, mache ich hier noch einen kleinen Break. Sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr. 16 Uhr. Wir haben 16, ja noch 16 Uhr noch. Montag ist wieder ab Montag schon wieder 18 Uhr, weil wir morgen noch ein neues Projekt machen. Das ändert sich immer mal wieder ein bisschen. Hat auch folgende Gründe, da wir eigentlich mit einigen Leuten zusammen aufnehmen wollen. Aber die ja nicht immer alle können. Gerade was Ghost Weekend betrifft momentan. Ja, was Ghost Weekend betrifft momentan, das ist halt gerade nicht machbar so. Zu dritt, der eine hat keinen Bock, der andere hat keine Zeit und. Wenn wir dann ein neues Projekt beginnen, was aber dieses ersetzen soll. Naja, ich werde es auf jeden Fall sehen. Ich denke, dass wir am Montag rauskommen. Ansonsten wird es noch am Dienstag weitergehen. Schauen wir mal auf jeden Fall, wie es ist mit Pokémon. Also ansonsten Pokémon jetzt erstmal auf den 16 Uhr zu. Ja gut, bis dahin. Ich bin jetzt raus. Bis morgen. Tschüss.